Ja, die gefährlichen Irrtümer von Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Sarah Wagenknecht, Richard David Precht, der Bürgerrätebewegung, AfD und Thilo Sarrazin, mal wieder sozusagen. Ja, was ist der größte, ganz kurz, was ist der größte Irrtum von Markus Krall und Hans-Werner Sinn? Markus Krall ist quasi, ohne dass es ihm klar ist, letztendlich ist er eine Dienstmark der Alkoholsparten, Tabaksparten und Zuckersparten, die sich natürlich einen freien Markt für ihre Zerstörung des Lebens und der Gesundheit der Menschen wünschen. Also, ich kann gerade mal hier kurz vorlesen. Wo haben wir denn das hier? Zum Beispiel hier. Da steht es doch hier. Marktwirtschaft erlaubt durch nicht bewusste Einflussmöglichkeiten der Sparten, zum Beispiel eben der Alkohol-, Zucker- und Tabaksparten, die Zerstörung des Wohlfühlens der Menschen, was dann zur profitsteigernden Konsumsucht gegenüber zum Beispiel den Produkten der Tabak-, Alkohol-, Zucker- und so weiter Sparten führt. Zu süchtigen Versuchen der Menschen, das ihnen vorher geraubte Wohlfühlen durch Suchtkonsum künstlich wiederherzustellen. Gemeinwohlwirtschaft unterbindet derartige nicht bewusste Einflussmöglichkeiten. Ja, ich lese es nochmal vor. Jetzt korrigiert. Marktwirtschaft erlaubt durch nicht bewusste Einflussmöglichkeiten der Sparten die Zerstörung des Wohlfühlens der Menschen, was dann zur profitsteigernden Konsumsucht bezüglich zum Beispiel der Produkte der Tabak, Alkohol, Zucker und so weiter Sparten führt. Zu süchtigen Versuchen der Menschen, das ihnen vorher geraubte Wohlfühlen durch Suchtkonsum künstlich wiederherzustellen. Gemeinwohlwirtschaft unterbindet derartige nicht bewusste Einflussmöglichkeiten bei allen Sparten. Ja, deswegen muss die Schlüsselfrage sein, hier auch vielleicht einer Studie, vielleicht bei Institut für Demoskopie Allensbach, kostet ca. 2.500 €. Zum Beispiel Umfrage, wollen Sie zukünftig leben, mit einer repräsentativen Stichprobe natürlich, wollen Sie zukünftig leben in Marktwirtschaft, Schrägstrich Kapitalismus oder Gemeinwohlwirtschaft, Schrägstrich Gemeinwohlökonomie? Wir diskutieren eines der großen Wahlforschungsinstitute zu beauftragen mit der Befragung einer repräsentativen Wählerstichprobe mit obiger Frage, nachdem die zu Befragenden die zentralsten Argumente pro Marktwirtschaft und pro Gemeinwohlwirtschaft genannt bekamen. Ja, also das heißt, wir können jetzt zusammenfassen, oder ich erkläre es nochmal, was ist der zentrale Fehler von Krall und Sinn? Was ist der zentrale Fehler? Zentralirrtum, dass sie das nicht sehen können, was nur die Weltspitze der modernen Biologie, der modernen Naturwissenschaften sehen kann. Hier dieser Früharzt und Frühhändler zerstört nicht das Leben, der lebt in der Wahrheit, hat keine Irrtümer, keine großen Irrtümer im Kopf. Und sagt, ja, lebt weiterhin so schön glücklich in euren Gruppenehen wie bisher und ich bringe euch nur rein naturbelassene Nahrung, ich helfe euch da nur ein bisschen und dafür werde ich belohnt von euch.
Während hier nach der Erfindung von Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel, also Marktwirtschaft im, sozusagen, hier dieser Händler entwickelt, Früharzt und Frühhändler entwickelt einen Irrtum, sozusagen, oh, ist das eklig, eure Gruppenehe, so viel Sex und so weiter, hört auf damit und so weiter. Ja, und außerdem, ihr könnt auch ruhig meine völlig denaturierten Kunstnahrungsmittel kaufen, die sind doch, merkt ihr doch, die sind doch chemisch viel leckerer oder künstlich viel leckerer als das naturbelassene Zeug, die könnt ihr ruhig auch essen, auch so und ja, und der glaubt seine Irrtümer, der Tümer, die erweisen sich als vorteilbringende Irrtümer, VIs, und dadurch kann er dann, weil die Leute jetzt also unglücklich werden, ihnen fehlt die Gruppenehe, sie werden konsumsüchtig gegenüber dann völlig giftigen Kunstnahrungsmittelchen und die viel billiger herzustellen sind als hier die Beschaffung von naturbelassenen Sachen. Dadurch hat er eine riesige Gewinnspanne, kann den wegkonkurrieren, der stirbt aus, der muss irgendwann seinen Laden schließen. Während hier, der hier mit seinen Irrtümern, ja, der Vorfahre wird und Vorläufer wird von ganz viele körperliche Nachfolger hier hat und eine ganze Nahrungs- und Frühärzte-Dynastie begründet und hier dann auch viele Schüler und ja Nachfolger, geistige Nachfolger, ganze Akademien, Universitäten unterrichten seine vorteilbringenden Irrtümer. Also die meisten Studiengänge sind ja nichts anderes, als dass man dort die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen man Geld machen kann, auf Kosten der Menschen eingebläut bekommt. Und genau das Ganze, dieses Schädliche der Marktwirtschaft, durchschauen eben Krall und Sinn überhaupt nicht. Also gehen wir nochmal hier hin. Wo ist es? Wo haben wir es denn? Hier ist es doch. Also das sind die gefährlichen Zentralirrtümer von Markus Krall und Hans-Werner Sinn, dass sie diese, egal welche Variante, freie Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, egal, soziale Marktwirtschaft, ganz egal, dass die Marktwirtschaft immer glückszerstörend und suchterzwingend wirkt. Und dass Markus Krall merkt eben nicht, dass er einfach nur sozusagen guter Ideologe für die Alkohol, Alkohol, Zucker, Tabak und auch Goldsparten ist. Der ist nämlich ja auch, wird ja genutzt sozusagen als Crash-Prophet, immer dieser Untergang. Nein, die Marktwirtschaft beschreitet uns ein Schrecken ohne Ende, ein Leiden ohne Ende. Es wird nicht einfach zusammenbrechen. Das ist alles Illusion. Diese Hoffnung auf Zusammenbrechen ist alles Illusion. Die Marktwirtschaft wird unser Leben immer weiter zerstören und das geht immer so weiter. Ja, Schrecken ohne Ende ist das, was aus naturwissenschaftlicher Sicht uns erwartet. Und diese Crash-Propheten, die versuchen natürlich immer den Crash herbeizuführen, reden, damit die Leute Gold und Silber und andere Dinge kaufen, ja, also wovon dann wieder all diese Leute profitieren. Und Markus Krall arbeitet ja selbst, glaube ich, für die Gusser oder was auch immer, ne? Naja, so, und Sarah Wagenknecht, da sind die Irrtümer eben wieder andere, da geht's mehr um die Irrtümer, da gehört auch Rainer Mausfeld dazu, diese Irrtümer. Wenn wir nur den Reichen was wegnehmen, dann geht's der ganzen Welt besser. Da ist immer der Riesenirrtum drin, dass da stecken die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten drin. Jetzt muss ich das auch nochmal zeigen. Und Richard David Precht können wir vielleicht noch dazu nehmen. Der hat ja sozusagen glaubt, dass das bedingungslose Grundeinkommen
helfen würde, alles zu verbessern und so weiter. Ja, machen wir das mal so als die linke Gruppe sozusagen, die links unrealistische Gruppe, denn die bodenständigen Linken, wir sozusagen sagen, das ist links unrealistisch, ja? Denn was ist wirklich die Sache bei den Dingen? So, ja, ich zeig's hier hinten, da. Die Marktwirtschaft, wir lösen kein wirkliches Problem der Marktwirtschaft, indem wir die Kompetenten, die Reichen und Fähigen aus dem Lande treiben, indem wir versuchen, von ihnen möglichst viel wegzunehmen. Damit lösen wir keine Probleme, sondern erzeugen uns Probleme. Wir müssen dann wie die DDR eine Mauer bauen, um die Fähigen an der Flucht zu hindern, sozusagen. Und letztendlich landen wir wieder in der DDR. Ja, das bringt nichts. Ja, Geld macht sowieso nicht glücklich. Und lassen wir doch das in die Investitionsgelder bei denen, die wenigstens damit Arbeitsplätze schaffen können. Ich kann das nicht und Sie können das auch nicht, liebe Zuhörer. Ne? Oder haben Sie Massenarbeitskräfte und Arbeitsplätze geschaffen? Ja, dann ist ja gut. Aber die meisten können das nicht. Ne? Die haben diese Fähigkeiten nicht. Und deswegen, also die Sozialspaten haben uns ja alle geimpft, mit der völlig unrealistischen Vorstellung, ja, die Diktatur der Spaten hier nochmal im Überblick, überall Geldflüsse aus den Spaten in Richtung der Köpfe von Journalisten, Universitäten, Spielfilmemachern, Politikern, Parteien und so weiter. Geld und vorteilbringende Irrtümer finden sich in der vollständigen marktwirtschaftlichen Einheitsdiktatur, denken alle das Gleiche, senden alle die gleiche Gehirnwäsche, Propaganda, Werbung und Manipulation aus in die Köpfe. Also können die Menschen auch nur das wählen, zu dem sie die Parteien wählen, zu denen sie manipuliert wurden, sie zu wählen und so weiter. Wir haben also eine vollständige Diktatur durch vollständige, allumfassende Gehirnwäsche, ja, in der Marktwirtschaft und die Sozialspaten haben uns das größte Märchen beigebracht, dass alle Neugeborenen, egal welcher genetischen Herkunft, alle potenzielle Genies sein und dass wir uns also überhaupt keine Gedanken darüber machen sollten, dass wir, wenn wir den Reichen, Gutverdienenden möglichst viel wegnehmen, dass die dann das möglicherweise das Land verlassen, ihre Arbeitsplätze mitnehmen. Das spielt ja alles keine Rolle, weil ja jedes Kind sozusagen, das geboren wird in Deutschland, von irgendwelchen Flüchtlingen und so weiter, ja, ein riesiges Gehirn hat und ein potenzielles Genie ist und uns dann ganz viele Arbeitsplätze schaffen wird. Die Realität ist aber, dass wir viel zu viele Menschen haben, die Kinder bekommen bei uns, die winzige Gehirne haben, die überhaupt keine Fähigkeiten haben werden, jemals Arbeitsplätze schaffen zu können und so weiter. Und dass wir dadurch ein bettelarmes Land werden, dass wir, wenn wir die Reichen immer mehr triezen. Und wenn wir die Reichen dazu triezen, dass sie ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen müssen, also das, was wir sagen vom Weltrat Next Scientists for Future und wozu auch die Partei des Gemeinwohls bereit wäre, ist in einer Region mal ausprobieren hier, einfach mal in einer Region hier in Deutschlands irgendwo ausprobieren. Lebenslängliches Grundeinkommen, ja, so wie unser Professor Paraskevopoulos es das auch vorschlägt, wirklich mal ein großzügiges Grundeinkommen und dann gucken, ob diese eine Region, nehmen wir mal an, hier wird das Grundeinkommen eingeführt, ob die dann kaputt geht, also nach und völlig wirtschaftlich runterkommt, oder ob die so aufblüht, wie das die optimistischen Vertreter vermuten, nämlich dass die Menschen noch befreit aufatmen und sagen, wo kann ich mich nützlich machen für die Gesellschaft und so weiter.
oder ob das sich nicht erweist als ein riesiger Coup sozusagen der Sozialsparten, also sozusagen den Sozialsparten und den Kunden der Sozialsparten einen ewigen Sozialparasitismus zu erlauben und zu erlauben, auf Kosten der fleißigen und hart arbeitenden Menschen der Gesellschaft zu arbeiten und weswegen dann solch eine Region wirtschaftlich natürlich kaputt geht. Dann haben wir aber nur eine Region in Deutschland, die kaputt ist. Und dann wissen wir, wo es lang geht mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Unser Professor Panse würde wahrscheinlich eher befürchten, dass diese Region kaputt geht, verglichen mit den anderen, weil eben das doch nur vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten sind, der gefährlichsten Sparten, die natürlich gerne viele zufriedene Kunden haben wollen, die eben als Sozialparasiten lebenslang auf Kosten der Gesellschaft und von ihnen lieber hart arbeitende Wählerinnen sozusagen leben sollen, damit eben die Sozialspartler selber die größtmöglichen Karrieren machen können. Das sind alles nicht bewusste Prozesse. Ich rede sowieso hier alles, das sind alles Dinge, die den einzelnen Personen nicht bewusst sind, ja. Ich glaube auch, dass Dr. Markus Krall sich in keinster Weise bewusst ist, dass er letztendlich ein Propagandist, für die Gewinne und Profite der Tabak, Alkohol und so weiter Sparten ist, ja. Ja, und also so viel zu Sarah Wagenknecht und Precht, also das könnte alles, diese ganzen Linksirrtümer sind nicht bodenständig links, sondern unrealistisch links und würden das Land zerstören. Und deswegen kann man nur hoffen, dass also Sarah Wagenknecht und Richard David Precht mit ihren Irrtümern nicht die Möglichkeit bekommen werden, das Land völlig zu zerstören. Die Bürgerratbewegung macht den großen Irrtum, den Zentralirrtum, wo ist er? Die Bevölkerung wolle die Arbeitsteilung, ich Politiker, nein, ich Verkäuferin, ich Bäcker, du Politiker, aufkündige und wollte also hier quasi alles wieder in die eigene Hand nehmen, wolle also ständig sich mit Volksentscheiden entscheiden und über solche Dinge ständig wählen und oder in Bürgerräten oder Parlamenten ständig hier diese ganze Palette von demokratischen Instanzen haben. Hier sind wenigstens noch die Elemente, mit denen wir mit ganz geringem Zeitaufwand wirklich vollständige Demokratisierung Deutschlands erreichen können. Ja, was hier jetzt fehlt, ist quasi noch da fehlt hier eigentlich die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung, dass wir also die Leistung der Landesregierung messen und die Absteiger Länder, da gibt es vorgezogene Neuwahlen, weil wir messen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Bürgerinnen eines Bundeslandes und danach wird die Tabelle, danach richtet sich die Tabellenposition der verschiedenen Landesregierungen und dann haben wir die Politik endlich komplett im Griff. Also ich denke, das, was die Bürger wirklich wollen, ist nicht ihr halbes Leben in irgendwelchen Bürgerräten zu verbringen. Dafür wird es nie eine Mehrheit geben, sondern zeitsparende Mechanismen, wie mir mit ganz zeitsparenden Mechanismen. Das Einfachste wäre die Wohlfühlstimme als Passepartout für alles. Das nicht nur den Lobbyismus sofort beendet, sondern alle anderen Probleme auch beendet. Also, dass wir mit ganz einfachen Mitteln echte Demokratie erzeugen in der Gemeinwohlwirtschaft, also in der Marktwirtschaft kann es ja keine Demokratie geben, weil alles Gehirnwäsche ist, ne? Ja, also insofern diese ganze Bürgerratsbewegung ist also ein einziger Flop sozusagen, ein einziger Irrtum. Die auch alle entsprechenden Parteien werden natürlich floppen, ne?
Und ja, die AfD und Sarrazin, die haben wieder den ganz großen Irrtum. Da ist so ein ganz großer Irrtum, als wäre es irgendwie wertvoll, in die Richtung einer Reinrassigkeit zu kommen. Ja, das ist so diese Illusion hier. Und die Wahrheit ist, wir brauchen aus aller Welt frische, neue Gene hier von der hübschen schwarzafrikanischen Gesundheitswissenschaftlerin. Was wir nicht brauchen, sind Parallelgesellschaften, sondern sich gut integrierende, kluge Köpfe mit guten Genen, die wir durch ein Zuwanderungsrecht und so weiter, wir müssen selbstverständlich dafür sorgen, dass Asyl immer nur bedeutet, rein in die Asylanlagen und dann wieder nach Hause ins Heimatland und dass wir ein überall kleine Einwanderungsbüros haben, wo die Leute per Online sich bewerben können und nur die Besten der Welt zu uns kommen, mit den klügsten Köpfen, mit den größten Gehirnen, mit den besten Genen, und dass die dann sich sozusagen Kinder haben mit den schon lange hier Lebenden sozusagen, keinerlei Parallelgesellschaften entstehen. Wir müssen die Parallelgesellschaften auch wieder abbauen und so weiter. Das ist alles richtig. Das ist für linke Politik auch selbstverständlich, denn auch den kleinen Leuten sozusagen tun diese Parallelgesellschaften und kriminellen Clans und was auch immer nicht gut. Das muss man alles wieder zurückkaufen, Staatsbürgerschaften zurückkaufen, alles schön gut, aber diese Idee sozusagen einer reinrassigen oder homogenen irgendwie deutschen Volksgemeinschaft oder sowas, vergessen Sie diese rechten Fantasien. Wir brauchen, also noch einmal, es gibt nichts Kränklicheres als reinrassig gezüchtete Hundekrüppel, die degenerieren durch ihre Reinrassigkeit. Wir brauchen frische Gene. Am besten entwickeln sich Lebewesen, wenn sie ständig einen Zustrom von frischen, guten Genen aus aller Welt haben, sozusagen. Und das brauchen wir auch für Deutschland. Wir müssen in diesen Wettbewerb eintreten, dass die klügsten Köpfe der Erde dann in den Gemeinwohlstaat Deutschland kommen, den ersten Gemeinwohlstaat der Erde, und zu uns kommen und uns ihre guten Gene bringen, aber bei hundertprozentiger Integration, ohne jegliche Parallelgesellschaftsbildung und so weiter, und bei uns mitleben und uns ihre guten Gene einbringen, das ist wertvoll. Und das ist der Zentralirrtum, der irgendwie immer mitschwingt bei AfD und Sarrazin, bei Sarrazin nur insofern, dass ihm halt einfach irgendwie nicht sympathisch ist, dass da so viel fremde Menschen rumlaufen. Es ist nicht, das Problem sind nicht die fremden Menschen, sondern es ist die Gehirngröße, das ist die Genqualität und das Einbringen in unseren Genpool, das natürlich bei Parallelgesellschaften ja gar nicht stattfinden kann, ja. Das sind die zentralen gefährlichen Irrtümer. Und jetzt noch ein paar sonstige Bemerkungen hier. Ja, mal kurz gucken hier. Kurz. Ja, also, damit haben wir doch die gefährlichsten Irrtümer alle nochmal aufgezeigt, und ich wollte jetzt noch so ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel, das ist ja auch nochmal ganz wichtig, denn diesen Irrtum machen ja alle die Beteiligten. Die merken nicht, dass sie ja, wenn sie Geld verdienen und in der Marktwirtschaft Geld annehmen, dass sie, und dann haben die schicke Homepages, ne, der Markus Krall mit der Atlas-Initiative und Degussa und alles. Alles sieht immer glitzernd und schön und schick aus, weil es alles sie ihr Leben zerstört, liebe Menschen. Liebe normale Menschen, ihr Leben wird zerstört, ihr Leben wird zerstört. Und alle zocken sie ab und alles geht auf ihre Kosten und sie bluten für alles und so weiter. Und Wahrheit finden sie nur auf solchen hässlichen und schlechten Homepages, denn da steckt kein Geld drin, denn
Wie gesagt, all das, was ich Ihnen jetzt zeige, da geht es darum, kein Cent Spendengelder von außen annehmen, weil dann schon die Verseuchung des eigenen Geistes anfängt. Wenn man auch nur einen Euro annimmt, fängt es schon an, dass man bereit ist, irgendwie nach und nach sich anzufreunden mit den vorteilbringenden Irrtümern der geldgebenden Sparten. Und dann kommt es wieder zu dieser völligen Korrumpiertheit der menschlichen Psyche. Und deswegen in der Marktwirtschaft, in der Gemeinwohlwirtschaft wäre Geld nicht schädlich, aber in der Marktwirtschaft zerstört Geld alles. Deswegen ist bei uns alles ärmlich. Und nur wenn es ärmlich ist, kann für Sie, liebe Menschen, Wahrheit und Nützlichkeit drin stecken. Alles andere, wo es schick ist, da kassiert man sie ist ab. Da hat man viel Geld für teure Homepages und so weiter und Materialien, weil man sie ja erfolgreich abgezockt hat und weiterhin abzocken wird, ne? Und deswegen hier nur überall, nur Hässliches, nur auf solchen hässlichen Dingen hier, Buch zu das Heil, Studienmaterial, dann haben wir hier nur auf solchen hässlichen, also nur solche hässlichen, das sind die einzigen Punkte, diese hässlichen Homepages sind die einzigen Orte der Wahrheit. Hier steht's jetzt nicht drauf, aber hier ist es auch so, wenn man hier anklickt zum Beispiel, ich klicke mal hier an, da steht's auch, nur auf solchen hässlichen und schlechten Homepages hier, kostenloses Forum, Forumstechnik sozusagen, völlig kostenlos, entsprechend nicht modern gestylt. Ja, oder hier zum Beispiel, nur auf solchen hässlichen und schlechten, überall steht es, nur und wieder nur auf solchen hässlichen und schlechten. Also bei uns ist alles hässlich und schlecht, weil wir unkorrumpierbar sind und die einzigen sind, die ihr Leben verbessern und ich will ihr Leben verbessern und mein Leben verbessern. Ich bin egoistisch, gesund egoistisch, das war auch ein Thema. Können wir gleich nochmal ansprechen hier. Immer schön hässlich, hier auch Diplom-Theologe Jürgen Wagner, so hässlich muss es sein, wenn Sie Nutzen und Wahrheit für sich haben wollen. Ja, also hier das, lesen Sie unbedingt hier alles, was hier so steht. Ständig gibt es Verbesserungen auf der Seite auch da steht es nur auf solchen hässlichen Homepages. Ja, die Partei des Gemeinwohls wäre politisch unsere einzige Chance und dann eben hier mitdiskutieren über Gemeinwohlgemeinschaften, Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd und Gemeinwohlgemeinschaften in ganz Deutschland, die wir zur Verfügung haben. Dort können Sie aussteigen aus der Marktwirtschaft jetzt sofort und versuchen, glücklicher zu leben mit Hilfe unserer selbstverständlich kostenlosen Supervision. Wie gesagt, keinen Cent annehmen, ne? Alles ehrenamtlich, ne? Ja, und dann hier dazu, da habe ich jetzt hier eine Antwort geschrieben, hier im Forum freie-argumente-kultur.de heißt das hier. Da habe ich geschrieben, unser oberstes gemeinsames Ziel ist ja, die Häufigkeit des Gutestun wesentlich zu erhöhen, verglichen mit der jetzigen Masse des Schlechtestun in der Welt. Ja, das in der Abteilung, in der habe ich geantwortet, in dem Thema zweitens Korruption, wie tief verwurzelt im Menschen, die Korrumpierbarkeit von Wählern und Politik. Ja, das habe ich ja eben erwähnt, dass alles Gehirnwäsche ist, dass sie gar keine Wahlfreiheit haben, weil sie, liebe Wählerinnen, ja alle gehirngewaschen sind. Was sollen sie wählen als die Parteien, wo die ganzen Sparten und Parteien eben ihr Gehirn entsprechend gewaschen haben? Sie können ja gar nicht frei wählen, weil sie völlig falsche Informationen über die Welt und das Leben haben und dann eben denken, naja, das ist doch alles in Ordnung. In Wirklichkeit haben sie noch nie gelebt und werden sterben, ohne jemals auch nur einen Tag wirklich richtig glücklich gelebt zu haben, weil das die Marktwirtschaft unterbindet. Denn sie sind für die Marktwirtschaft nur zum Konsumieren da und dazu müssen sie so unglücklich wie möglich sein, sonst werden sie nicht kaufsüchtig. Und so einfach ist die naturwissenschaftliche Welterklärung, ja?
Und deswegen die einzigen, die was für sie tun, sie, das ist hier, ja, auf diesen schlecht aussehenden Homepages. Unser oberstes, die noch nicht mal technisch so gut sind, dass ich das vergrößern könnte. Ich kann das nicht vergrößern, weil die Homepage zu schlecht ist, ja, die Forumstechnik zu schlecht ist. Unser, weil sie nichts kostet wahrscheinlich, ne? Oder wenig kostet. Unser oberstes Ziel, gemeinsames Ziel, auch so, da steht das doppelt, Augenblick, das ist, ja, unser oberstes gemeinsames Ziel ist ja, die Häufigkeit des Gutes tun wesentlich zu erhöhen, also Gutes tun, damit alle Beteiligten unserer Gesellschaft, Ihnen, liebe Wählerinnen, Gutes tun. Wir sind die Einzigen, die in diese Richtung arbeiten. Alle anderen schaden Ihnen. Sogar die Sahra Wagenknecht und Richard David Precht, die werden wahrscheinlich, Richard David Precht würde quasi diese eine Region in Deutschland wahrscheinlich ruinieren, vermute ich. Ich bin nicht sicher, deswegen würde ich dem Experiment zustimmen. Und die Sahra Wagenknecht würde alle Fegen aus dem Lande treiben, sodass also ein bettelarmes Deutschland übrig bliebe und Sie, liebe Wählerinnen, bettelarm würden. Ja, also die einzigen, die ihr Wohlfühlen, ich habe mein Wohlfühlen, meine Gesundheit, meine Langlebigkeit und meinen Wohlstand im Blick und Ihren, liebe Wählerinnen. Ja, ich will, dass wir gemeinsam Wohlfühlen, dass unser gemeinsames Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand besser wird, also dass wir gucken bei jedem, ob er, wie weit er Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessert oder verschlechtert, und dann wird die Welt, dann werden sie so, werden alle ihnen helfen, besonders die Hausarzt, Gesundheitsgemeinschaften, wo dann vielleicht auch die ersten Lebensgemeinschaften von den Ärzten angeleitet werden. Da werden sie so glücklich leben. Alles, ihr gesamtes Sozialleben wird total glücklich stattfinden. Überall, alles kriegen sie. Fitnessstudio kostenlos über den Hausarzt, über ihren Hausarzt oder Hausärztin oder Hausarztersatzpraxis und so weiter. Öffnung des Gesundheitswesens für alle und so weiter. Also überall wird es ein Paradies sein, verglichen mit diesem elendigen Leben in der Marktwirtschaft, ne? Und ja, und ich ja, die Häufigkeit des Gutestuns wesentlich zu erhöhen, verglichen mit der jetzigen Masse des Schlechtestuns in der Welt. Ich bin gespannt zu sehen, wie weit es der Verantwortungsbildung, das ist so, dass die Grundidee von Diplom-Theologe Jürgen Wagner öff, dessen Forum das ja hier auch ist, sozusagen, wie weit es der Verantwortungsbildung gelingen wird, den Egoismus, da war eine Sendung über Egoismus und Selbstlosigkeit und Altruismus und so weiter, wie weit es gelingen wird, den Egoismus, die Vergeltungswelt, also Vergeltungswelt, ich gebe dir was, du gibst mir was, also Geben- und Nehmenswelt des reziproken Altruismus zu überwinden. Video aus Internet dazu, das können Sie dann anklicken. Wie weit wird die Menschengeschwisterlichkeit, das Denken an die ungeborenen Generationen in relativer Selbstlosigkeit gelingen? Welches anziehende Glücklichsein werden diese Menschen ausstrahlen können? Ja, wenn die dann total glücklich würden, dann würde ich da natürlich auch in dieser Abteilung der Gemeinschaften mitleben wollen oder in dieser Variante der Lebensform mitleben wollen. Ja. Aber falls noch Menschen übrig bleiben, die den Egoismus nicht transzendieren können, dann haben wir noch zwei Wege zum Gutestun übrig. Die Gemeinwohlwirtschaft in der Partei des Gemeinwohls, zum Beispiel die PDG und oder auch dann in den Gemeinschaften, wenn die anfangen, wieder Ferntauschhandel zu praktizieren, dann brauchen sie die Gemeinwohlwirtschaft, damit sie nicht in die Marktwirtschaftsfalle zurückfallen, wieder in die Marktwirtschaftsfalle hineintappen. Und dann, ja, die Gemeinwohlwirtschaft, die jedem Schlechtes tun, wenigstens die Beute entzieht und dadurch das Schlechtes tun verhindert und nur noch Gutes tun übrig lässt. Und die Bonobo-Schenker-Gruppen-Ehen, die auch kein Schlechtes tun zulassen. Ja, also von daher, hier,
die einzigen, die was für sie tun, liebe Leute, das ist hier und alles andere. Ich hoffe, dass ich Ihnen deutlich machen konnte, dass alles andere so voll ist von nicht bewussten Irrtümern. Niemand ist sich einer Schuld bewusst in der Marktwirtschaft oder die meisten sind sich keinerlei Schuld bewusst und trotzdem müssen sie ihr Leben zerstören, weil die Marktwirtschaft als System das erzwingt. Und deswegen müssen wir raus aus der Marktwirtschaft, raus aus der Marktwirtschaft, egal ob in die Gemeinwohlgemeinschaften oder in die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften der Gemeinwohlwirtschaft, in den Gemeinwohlstaat. Wir müssen raus aus der Marktwirtschaft, wir müssen raus aus der Marktwirtschaft und niemand tut was und niemand versteht es. Und die Marktwirtschaft hat dazu geführt, dass unsere Gehirne mittlerweile durchschnittlich so klein geworden sind, dass wir nicht verstehen, dass es nur eine Welt- und Lebens- und Erdrettung gibt und die heißt raus aus der Marktwirtschaft, sofort, sofort, sofort.